Oha, was haben wir denn da Schönes? Oh, ihr Süßen, zum Glück sieht das Jumanji nicht. Na kommt, oi, 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 reingefallen. Ich hoffe, ich kann mich umdrehen und... Puh, jetzt heißt das genießen. Freunde, schaut mal, was wir heute vorhaben. Schaut euch mal an, was ich hier habe. Wer schnarcht denn da? Lucky? Lucky? Hey, was machst du bei den Bonbons? Bei welchen Bonbons? Oh, habe ich Bauchschmerzen. Lucky, hast du etwa alle Bonbons aufgegessen? Was? Ich habe gar keine gegessen. Das war der eine da, der Dicke. Pikachu? Ja, genau, der war's. Lucky, was erzählst du für Geschichten? Na, wenn du es mir nicht glauben willst, dann tschüss. So, wir räumen mal kurz auf. Da haben wir unsere fleischfressende Pflanze. Schaut euch mal an, Freunde, wie groß diese hier ist. Und schaut mal an, was bei der da oben wächst. Das Teil geht ziemlich weit nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht lockt das mit dem Duft Insekten an, die diese fleischfressende Pflanze dann fressen kann. Auf jeden Fall habe ich überlegt, wir sollten mal damit wieder ein Video machen. Schaut euch mal an, sie hat da mal eine Fliege gefangen, diese ausgesaugt und so sieht das Ganze mal aus. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, womit wir diese fleischfressende Pflanze mal füttern sollten, um als eine Art Experiment zu machen. Ja, die Fliege ist da schon ein bisschen, ich glaube, die sollte ich mal entsorgen. Schau mal, was ich hier habe. Aqualinus? Was machst du damit? Ich habe ein Video gesehen, wie man viel schöner sein wird und dafür braucht man Aqualinus. Aha. Interessant. Freunde, schaut mal, was ich beim Ausmisten bei mir gefunden habe. Ich habe ja noch eine Menge Gallium. Damit sollten wir demnächst mal wieder was machen. Und ich habe auch das eklige Ferrofluid gefunden, also flüssiges Eisen. Diese braunen Flecken, wie es aussieht, bin ich damit Ferrofluid früher mal gegengekommen und das ist von außen verrostet. Auf jeden Fall könnt ihr mal gerne in die Kommentare hinschreiben, womit wir demnächst mal ein Video machen sollen. Was wir zum Beispiel in Aqualinus reinspritzen sollten oder ähnliches. Gallium, Hashtag Gallium oder Ferrofluid, Hashtag Ferrofluid. Oder Hashtag Glibi, Schönheitsschleim. Schönheitsschleim? Ja. Lucky, bei wem hast du sowas gesehen? Ich sag dir doch nicht, wen ich gucke, ey. Naja, und ich hatte eigentlich vor, heute ein bisschen was mit der fleischfressenden Pflanze und mit den Poppets was zu machen. Aber dann machen wir jetzt mal eben auf die Schnelle für Lucky seine Aqualinus und seinen Glibischleim bereit. So, Wasser kommt da rein. Aha, sieht doch schon mal gut aus. Oh, schau mal, wie ich hinter dem Glas einfach verschwinde und dann tauche ich auf. Ja, in einer viel dickeren Form. Hey, sag sowas nicht. Na komm, pack die Aqualinus rein. Ja, ich versuch's ja, aber irgendwie geht das nicht. Oh, die kleben schon, weil die schon älter sind. Na, mach da einfach ein bisschen Wasser rein. Okay, machen wir mal so. Ja, siehst du, du musst einfach immer auf mich hören und das klappt dann ganz gut. Ja, wie es aussieht, klappt es ganz gut. So. Also, das Wasser ist übrigens ganz warm, Freunde. Das ist so ein kleiner Tipp. Falls ihr Aqualinus mal in Wasser reinschmeißen wollt, damit das Ganze viel schneller wächst, damit die Ganzen viel schneller wachsen, benutzt warmes Wasser dafür. So, die ganzen schabe ich da mal so ab. Wir müssen die dann natürlich alle rausbekommen. So. Oh ja, so geht's schon viel besser. Und da wären die alle. Auf jeden Fall lassen wir die jetzt mal ein klein wenig alleine. Und schau mal, was ich gefunden habe. Unsere Zaubertrick-Geldmaschine. Oh, gib mal her. Nein, meine. Meins. Meine, habe ich gesagt. Lucky, gib doch mal her. Lass los, Mann. Jumanji, du nimmst mir ja alles weg. Ja, ich habe das Teil einfach nur vermisst. Lass mich doch mal sehen. Komm, druck mir mal ein bisschen Geld. Okay, wir drucken dir mal Geld. Was hättest du denn gern? Ein Zehner. Okay, eingestellt alles. Wollen wir mal. Einfach ein Blatt Papier reinstecken. Und da haben wir einen originalen 10-Euro-Schein. So, Lucky, hier deine 10 Euro. Oh, danke, ich kauf dir was Schönes zu Weihnachten. Hey, Jumanji, kannst du mal diese Zaubertrick-Druckmaschine in der Beschreibung verlinken? Ja, das kann ich natürlich machen. Freunde, ich lasse euch davon einen Link in der Beschreibung. Ja, wer sucht, der kann sich eine kaufen. So, in dieser kurzen Zeit kann man schon sehen, die Aqualine sind schon ein klein wenig gewachsen. Wir gehen jetzt ran an unsere Poppets und dafür brauchen wir natürlich die Schokolade. So, wir nehmen den runden Poppet und wir schneiden erst einmal dafür die Schokolade klein. So schmilzt das Ganze viel schneller. Unser Brett, Topf,
und frisch gekochtes Wasser. Das ist ziemlich, ziemlich heiß. Da kommt jetzt dieser kleine Topf drauf und die Schokolade rein. So, das dauert jetzt vielleicht 1-2 Minuten, dann ist das Ganze geschmolzen. Und unsere M&M's Brownies. M&M's Brownies? Ja, cool, oder? Ja, die sehen so lecker aus. Übrigens, Lucky, hast du schon gesehen, wie groß unsere Aqualinos geworden sind? Oh, Brownies. Ach ja, ja, Aqualinos. Mhm. Sehr groß schon. So, ein kleiner Schnitt. Mhm. Und da wären die. Freunde, wer von euch hat schon mal M&M's Brownies probiert? Schmecken auf jeden Fall sehr interessant. So, die Schokolade mal eben kurz vermischen. Mhm. Unten ist das Ganze schon geschmolzen, aber oben noch nicht ganz. Dann kommen unsere M&M's da so rein. Mhm. Schaut euch mal an, wie gut das Ganze von der Form her passt. So, sieht doch schon mal super aus. Auf jeden Fall eine ziemlich bunte Mischung. Mir gefällt das. Mir gefällt es auch, aber du wolltest doch die runde Form benutzen. Oh, ja. Na gut, dann mache ich das Ganze jetzt mal rüber. Oh, Jumanji, mach das einfach umkippen. Mhm. So, ja, ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Und auch das ist jetzt fertig. Und das bedeutet, da kommt jetzt unsere geschmolzene Schokolade drauf. Oh ja. Lecker. Noch ein klein wenig. Und ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ein paar Mal klopfen, so, damit sich die Schokolade verteilt. Sieht doch schon mal gut aus. Naja, vielleicht war da ein bisschen zu viel Schokolade. Ein bisschen zu viel? Ha, sowas gibt doch gar nicht ein bisschen zu viel. Es gibt immer nur ein bisschen wenig. Und übrigens, was schaut er so auf meine Schokolade? Lucky, deine Füße sind voller Schokolade. Ach, Füße? Ist doch egal. Hauptsache, der Dicke soll nicht auf meine Schokolade schauen. Oh, Lucky, pass auf mit deinen Füßen, Mensch. Ja, ja, ich bin schon weg. Dann braucht man natürlich nur noch der Schokoladenspur folgen und man weiß, wo der Lucky zu finden ist. Oh, die sehen ja auch schon fast fertig aus. Und wo ist eigentlich der Schleim? Der Schleim? Ja, du sollst ihn doch reinpacken. Meinst du etwa jetzt schon? Na klar, wann denn sonst? Nächstes Jahr? Ja, ja, schon gut. Ich mach das Ganze jetzt rein. Ein Schnitt und rein das gute Zeug. Mhm. Jetzt wird das ganze Wasser ziemlich grünlich. Dieses Glibbeschleim ist eigentlich dafür gedacht, dass man das in die Badewanne reinmacht. Und ja, damit hat man so ein Schleimbad. Übrigens, das Ganze kann man dann auch ganz normal über den Abfluss runterlassen. Ja, so. Das Ganze sieht auf jeden Fall komisch aus. Es sieht, finde ich, auch so ein klein wenig wie Wassereis. Vielleicht kennt jemand von euch so ein Kratzeis. So ähnlich sieht das Ganze aus. Und, ist das schon fest? Warte mal, ich schau mal. Ja, es ist schon fest. Oh, dann werde ich gleich richtig schön. So, ich weiß gar nicht, soll ich mit dem Kopf zuerst reinspringen? Nein, lieber nicht. Okay. Oh, ich entspanne mich gerade. Ich spüre schon, ich werde jetzt viel schöner. Viel schöner als wer? Der Pikachu denkt wahrscheinlich auch. Komischer Lucky. Oh, ich werde heute viel schöner, als ich gestern war. Na gut. Also, ich glaube, die Aqualinos wachsen nur noch ein klein wenig und mal schauen, ob die diese ganzen Schleim auch mit aufnehmen werden. So, ich würde mal sagen, Lucky, du kommst mal eben beiseite. Hey, wieso komme ich beiseite? Na, damit du deinen Schönheitsschlaf in Ruhe machen kannst. Übrigens, Freunde, ich habe ganz vergessen, wir wollten ja etwas mit dieser fleischfressenden Pflanze machen. Ich hoffe, ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, was wir da so reinpacken sollen. So, und jetzt haben wir unsere Schokolade aus dem Kühlschrank rausgeholt. Mhm, diese Schokolade schmilzt sehr schnell, wenn man diese anfasst. Und ich muss ein klein wenig vorsichtiger sein. So, und hoch das Teil. Tada! Und so sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall lecker Schmecker. Schokolade mit M&M's und Brownie-Geschmack. Vielleicht noch ein bisschen Eis drüber und dann kann man richtig schön dick werden. Ich hoffe, Freunde, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr findet das auch, dass es ziemlich süß aussieht. Bis die Tage, abonnieren nicht vergessen. Ciao.